Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Heute ist der 6. Dezember. Ich hoffe, der Nikolaus war heute schon bei Ihnen und gestern nicht der Krampus. Aber was heute sicher zu Ihnen kommt, ist ein tolles Bier aus unserer Brauerei, nämlich Tag 6. Und jetzt schauen wir mal, ist da unten, Chab-Charab. Was findet sich da? Wir haben hier unsere Green Betty, manche mögen es vielleicht noch kennen, früher unter dem Namen Black Betty mussten wir vor einigen Jahren hier leider markentechnisch rechtlich ändern. Nichtsdestotrotz, am Bier hat sich nichts verändert. Ja, es ist ein dünkleres Kräuterbier mit Kräutern aus Unken, ist auch im Salzburger Land, von, sage ich mal, von unserer Kräuterhexe, das Lutzgut in Unken. Wer das kennt, am Weg zum Heuberg in der obersten Kehre befindet sich dieser Biobauernhof, stellt diverseste Bio-Kräutermischungen, Tinkturen her und für uns eben auch unseren Extrakt für die Green Betty, früher auch für die Horny Betty. Die Horny Betty war früher mit geilem Ziegenkraut mit eingebraut. Die EU meint, dass das nicht erlaubt ist. Insofern ist das jetzt unser einziges Kräuterbier. Wir haben hier drinnen Wermut, Gundelrebe, Kirsch und Medesüß. Ja, jetzt machen wir es einmal gleich auf und schauen uns das an. Oh ja, man sieht schon eine dunkel-kastanienbraune Farbe mit einem Rotstich, wenn man es gegen das Licht hält. Ein hellbrauner Schaum, also kein weißer Schaum. Die Farbe an sich kommt von den dünkleren Malzen, die da drinnen sind, also Karamellmalze, wo also der Zucker während des Melzens schon karamellisiert, und jeder weiß, wenn man in der Pfanne daheim einen Zucker karamellisiert, dass das dunkel wird. Und diese Farbe eben ist dann auch im Bier. Im Geruch hat man ganz leicht schon florale Noten, die eben auch schon von den Kräutern herrühren. Und im Geschmack merkt man also eindeutig auch Röstnoten vom Malz und ein Hauch dieser Kräuter, die drinnen sind, die das Bier auch schon eigentlich sehr deutlich bitter machen, aber nicht so bitter. Aber man merkt hier hinten und auf der Seite der Zunge hier eine etwas andere bittere als die Hopfenbittere. Natürlich ist Hopfen auch drinnen und die Kräuter sollen ja hier als Abrundung wirken. Ja, das war unsere Green Betty, unser Kräuterbier aus der Brauerei Gußwerk. Wie gesagt, wenn Sie mal im Salzburger Land sind, besuchen Sie das Lutzgut in Unken, von denen wir seit vielen, vielen Jahren bereits diese wunderbaren Kräuter beziehen. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne noch einen wunderschönen Abend. Wenn der Nikolaus noch kommt, dann wünsche ich natürlich nur das Beste und dass im Buch vom Nikolaus vielleicht auch das eine oder andere gute Bier als Geschenk drinnen steht. In dem Sinne, schönen Abend. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way.